Kennen Sie das? Jemand fällt Ihnen dauernd ins Wort oder nimmt alles, was Sie sagen, nicht so richtig ernst oder er redet schlecht über Sie hinter Ihrem Rücken. All das bedeutet, er respektiert Sie nicht. Das kommt sogar bei Freunden und Angehörigen vor. Mit 3 simplen Tipps können Sie es schaffen, sich den Respekt eines anderen endlich zu sichern. Mein Name ist Martin Werle, ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde und ich habe die 365-Tage-Challenge erfunden. Dort können Sie sich jeden Tag kostbare Impulse von mir abholen, die Sie in ein besseres Leben führen. Link unter diesem Video. Lassen Sie uns zurück in die Situation gehen, ehe ich Ihnen meine 3 super einfachen und zugleich sehr wirksamen Tipps verrate. Es gibt also einen Menschen, der Sie nicht respektiert. Manchmal wird er das offen sagen, zum Beispiel verwendet er abwertende Sätze wie »Ach, was verstehst du schon davon?« Damit behauptet er indirekt, selbst der große Experte zu sein, aber Sie betrachtet er nur als seinen Lehrling. Oder er sagt, wenn Sie Ihre Meinung äußern, »Ach, das siehst du falsch!« Damit hat er sich zum Inhaber des Palastes der Weisheit erklärt, während er Sie in der Hundehütte der Fehlbarkeit sieht. Dabei heißt das Wort nicht umsonst Meinung, da ist ein Mein enthalten, und eben nicht Deinung, weil es den Standpunkt des anderen enthalten müsste. Oder er sagt zu Ihnen, lass doch die Kirche mal im Dorf. Damit hat er Sie zu einem Übertreiber und zu einem unrealistischen Spinner gestempelt, statt Ihre Äußerung wirklich ernst zu nehmen. Aber noch häufiger kommt es vor, dass ein respektloser Mensch Ihnen durch seine Haltung und sein Handeln zu verstehen gibt, dass er Sie nicht respektiert. Hier ein paar Beispiele. Ein Freund plant eine gemeinsame Unternehmung, zum Beispiel einen Kurzurlaub, aber er fragt Sie nicht, was Sie vom Reiseziel halten, sondern er setzt einfach voraus, dass Sie dorthin mitkommen, so wie man einen Koffer mitnimmt. Eine klare Respektlosigkeit, denn Ihr Wille scheint dem anderen nichts wert zu sein. Oder Sie haben einen Erfolg im Beruf erzielt und Sie erzählen es dem anderen nahen Menschen. Doch dieser geht gar nicht darauf ein, sondern kontert mit einer Geschichte eines eigenen Erfolges. Eine klare Respektlosigkeit, denn Ihr Erfolg scheint dem anderen nichts wert zu sein. Oder, letztes Beispiel. Jemand zieht Sie in einer öffentlichen Runde auf, zum Beispiel fragt er Sie mit scheinbarem Humor, ob Sie denn nun endlich den passenden Balzpartner gefunden hätten oder immer noch Single seien. Eine klare Respektlosigkeit, denn Ihre Intimsphäre scheint dem anderen nichts wert zu sein. Und jetzt nenne ich Ihnen meine 3 Tipps, wie Sie sich den Respekt des anderen schnell und nachhaltig sichern können. Der 3. Tipp wird eine Antwort sein, die bei Respektlosigkeiten immer passt. Lassen Sie sich von diesem Satz überraschen. Regel Nummer 1. Treten Sie für Ihre eigenen Belange ein, wie Sie es auch für einen guten Freund täten. Stellen Sie sich also vor, dasselbe Verhalten, das Ihnen zugemutet wird, würde einem Freund zugemutet. Sie wären also Zeuge, wie er seine Meinung äußert und keiner am Tisch geht darauf ein. Oder wie er in öffentlicher Runde aufgezogen wird. Oder wie ihn jemand fragt, was verstehst du denn davon? Oder wie andere eine Sache planen, ohne sein Einverständnis einzuholen, weil sie es einfach voraussetzen. Würden Sie all das dulden? Würden Sie zuschauen, wie Ihr guter Freund so behandelt wird? Ich bin ganz sicher, das würden Sie nicht tun. Wir alle sind nämlich wesentlich besser darin, für die Interessen naher Menschen einzutreten, als für unsere eigenen. Denn aus unserer Kindheit, da bringen wir alle verkappte Überzeugungen mit, wie zum Beispiel, es ist egoistisch, wenn man für sich selber eintritt. Darum hilft Ihnen dieses Gedankenspiel mit dem Freund so sehr. Fragen Sie sich also, was würde ich in dieser Situation tun, was würde ich sagen, um meinen besten Freund oder meine beste Freundin zu verteidigen? Mit dieser Mentaltechnik, da bekommen Sie eine gesunde Distanz zur Situation und mit dieser Mentaltechnik, da werden Ihnen oft Reaktionen einfallen, die angemessen sind und auf die Sie sonst nicht gekommen wären. Zum Beispiel hat ein Klient von mir den vorhin zitierten Spruch, ob er denn endlich einen Balzpartner gefunden habe, tatsächlich an den Kopf geworfen bekommen. Auf die innere Frage, wie er jetzt für einen guten Freund reagieren würde, fiel ihm sofort die Antwort ein, was reitet dich eigentlich über einen Menschen so zu sprechen, als wäre er ein Tier? Und diese Frage, eine sehr gute Frage übrigens, die hat er dann tatsächlich gestellt. Nun stand der Angreifer plötzlich dumm da und nicht mehr er. Üben Sie das bei jeder Gelegenheit. Stellen Sie sich vor, den Respekt nicht für sich, sondern für Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin einzufordern. Was würden Sie dann sagen? Und hier kommt mein 2. Tipp, ehe ich Ihnen gleich noch eine Antwort verrate, die Sie gegenüber allen Respektlosen mit großem Erfolg einsetzen können.
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie mit einer Respektlosigkeit umgehen können. Entweder lassen Sie es sich einfach gefallen, und das ist riskant, denn Ihr Schweigen, das kann der andere als heimliche Zustimmung missverstehen. Dann legt er noch mehr Respektlosigkeiten nach. Oder, und das ist jetzt mein Tipp Nummer 2, sagen Sie dem anderen, was Sie von ihm erwarten. Das bedeutet, legen Sie den Fokus nicht auf die Kritik am anderen, denn das würde ihn nur tiefer in seinen Standpunkt treiben, sondern verhalten Sie sich, als wären Sie Gast in einem Restaurant. Wird die Serviererin erraten, was Sie essen und trinken wollen? Sehr wahrscheinlich nicht. Also müssen Sie es explizit sagen, also müssen Sie explizit bestellen. Und genau dieses Prinzip, das gilt auch für den Respekt eines anderen Menschen, geben Sie die Bestellung auf, was Sie von ihm brauchen. Ich mache es Ihnen einmal vor. Sie haben in einer Sitzung etwas gesagt, aber die Runde, die geht einfach über Sie hinweg. Die reden einfach weiter. Dann erheben Sie Ihre Stimme und sagen, es ist mir wichtig, dass ich auf meinen Vorschlag eine Rückmeldung bekomme. Wie denkt ihr über meine Idee? Oder Ihr Freund hat eine Kurzreise geplant, ohne überhaupt zu fragen, ob Sie mit dem Ziel einverstanden sind. Dann können Sie sagen, diese Entscheidung betrifft auch mich, deshalb ist es mir wichtig, dass du mich in solche Entscheidungen einbeziehst. Oder jemand sagt zu Ihrer Meinung, das siehst du falsch. Dann können Sie antworten, ich nehme deine Meinung ernst, auch wenn sie von der meinen abweicht, und genau das Gleiche erwarte ich auch von dir. Indem Sie sagen, was Sie brauchen, wirken Sie immer stark. Leider versäumen es viele Menschen, eine solche Bestellung bei den Respektlosen aufzugeben. Und nun als dritter Tipp folgt noch ein Satz, den Sie bei Respektlosigkeiten immer gut einsetzen können, wenn Sie einen spontanen Joker aus dem Ärmel ziehen wollen. Vorher möchte ich Ihnen noch mein Buch »Den Netten beißen die Hunde« ans Herz legen. Dort finden Sie einen Test, ob Sie zu nett sind, und konkrete Anleitungen, wie Sie besser Grenzen setzen und Respekt erlangen können. Ich habe da schon ganz viele positive Rückmeldungen von Lesern bekommen, die mit dem Buch große Sprünge geschafft haben. Sie können sich das Buch auch gerne in der Bibliothek ausleihen. Hauptsache, Sie lesen es und kommen persönlich weiter. Und jetzt der Satz, der in nahezu jedem Fall passt. Sie können ihn also sofort in Ihren rhetorischen Notfallkoffer einpacken. Und dieser Satz bei Respektlosigkeiten, der lautet, wie respektvoll wollen wir miteinander umgehen und wird das, was du gerade gesagt hast, diesem Anspruch wirklich gerecht? Es ist eine simple Frage, die Sie auch in anderen Worten stellen können, denn sie tut immer ihre Wirkung. Der andere wird in etwa fragen, was findest du denn gerade respektlos? Und dann schildern Sie Ihre Beobachtung und fügen Sie gern noch eine Bestellung an. Ich mache Ihnen das mal am Beispiel des Balzpartnerspruches vor. Ihr Gesprächspartner fragt zurück, was war daran respektlos? Und Sie antworten jetzt, ich finde es respektlos, jemandem eine intime Frage in der Öffentlichkeit zu stellen und dabei auch noch eine Formulierung aus dem Tierreich zu verwenden. Mit dieser Formulierung haben Sie bewusst eine Du-Botschaft umschifft, der andere soll sich nicht angeklagt fühlen, sondern nur ins Nachdenken gebracht werden. Und jetzt können Sie als Bestellung anfügen, ich erwarte von dir, dass du meine Intimsphäre respektierst, wie ich auch deine respektiere. Eine solche Antwort sitzt und sofort wird nicht nur der Respektlose, sondern auch die Zuhörer werden vor Ihnen den Hut ziehen. Und jetzt lege ich Ihnen noch ein Video ans Herz, das perfekt zu diesem Thema passt. Dort verrate ich Ihnen, wie Sie ideal auf peinliche Fragen antworten, etwa die, wie oft Sie Sex haben. Wir blenden das Video gleich noch ein, dann können Sie es anklicken. Wollen Sie sich den Respekt des wichtigsten Menschen in Ihrem Leben sichern, den Respekt Ihrer selbst? Dann hilft Ihnen mein Videoseminar das 3-Minuten-Geheimnis. Für kurze Zeit bekommen Sie den Kurs geschenkt. Dort verrate ich Ihnen eine geniale Methode, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag noch selbstbewusster werden und in ein besseres Leben abbiegen. Die Methode ist genial. Klicken Sie hier und holen Sie sich das Geschenk ab und mischen Sie die Karten Ihres Lebens neu. Abonnieren Sie gern mit Glocke, dann verpassen Sie kein Video mehr. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehle.